Gestern hat das alles so gut geklappt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich es gemacht habe. So, ich muss dahin. Eins. Entweder dahin oder dahin. Wenn ich so mache. Gut, ich bin gerade scheinbar wirklich zu doof dafür. Ah. Nein, ich krieg's nicht mehr hin. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Och Mist. Also, so ein Mist. Ich habe echt vergessen, wie ich das gestern gemacht habe. Oh, ich stelle mich schon wieder so doof an, das kann doch echt nicht wahr sein. Oh Gott. Ich lande wieder da. Mist. Wie mache ich das denn jetzt? Ey, Freakadin, ich weiß, dass du zuschaust. Alles gut bei dir? Ja, jetzt guckt er nicht mehr zu. Doch, er guckt noch zu.
Ich lande immer wieder gleich. Was mache ich denn falsch? Um Gottes Willen. So doof bin ich doch eigentlich nicht. Doch heute schon. Ich weiß, dass ich das gestern genau so gemacht habe. Links. So, dann bin ich einen raufgegangen. Muss irgendwie dahin kommen. Das heißt, ich muss dahin, in dieses Feld. Das heißt, ich muss erst in das Feld, alles klar. Ich probiere jetzt gerade einfach mal rum. Ich kriege das schon irgendwie hin. Hoffe ich. So. In das Feld habe ich gesagt, muss ich. Das heißt, ich mache so. Nein. Dahin. Genau, das machen wir. So. Dann kann ich von dem entweder dahin. Dann komme ich aber nicht dahin. Oder ich kann von dem dahin. Dann komme ich auch nicht dahin. So. Wenn ich dann von dem hier aber dahin gehe, komme ich zurückgehend dahin. Oh Gott. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass ich zu doof bin, das hier jetzt hinzukriegen, oder? Aber scheinbar ist es das. Ich leg mir gerade meinen Plan zurecht, also nicht wundern, ja? Ich muss gerade denken. Ich bin gerade wirklich dezent zu dumm dafür. Das gibt's doch nicht. Wie kann es denn jetzt sein, dass ich jetzt tatsächlich nicht mehr drauf komme, wie ich das gemacht habe gestern?
Oh Mann, 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 Mann. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Versprochen. Komm einfach nicht drauf. Ich resette nochmal. Also wenn ihr die Lösung habt, ihr dürft sie mir auch gerne in in den Chat schreiben, ne? Ich frage ja jetzt gerade extra danach. Ich weiß aber, dass ich das gestern sehr schnell hingekriegt habe. Ich weiß nur nicht mehr wie. Und ich komme gerade auch einfach nicht drauf. Das könnte eventuell funktionieren. Nein, das funktioniert leider nicht. Mist. Wieso denn nicht? Mist, 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 Mist.
Gott, ich hab's. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Ja, was sagen wir hier denn? Ach komm, wir sagen einfach alles. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Irgendwie mag ich diese Frau sehr sogar. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, wo ist mein Inventar? Wieso ist es kein Inventar da? Moment, geht das auch, wenn ich so mache? Nein, ich habe kein Inventar. Warum nicht? Das Problem hatte ich gestern auch schon. Da musste ich erst einmal reingehen und wieder raus. Dann hatte ich Inventar. Ich habe immer noch kein Inventar. Warum nicht? Ich hätte gern mein Inventar zu. Ich mach mal ganz kurz. Überschreiben, ja. Gut. Jetzt lade ich das Ganze mal. Gucken, ob wir dann wieder Inventar haben. Ah, da ist unser Inventar. Sehr schön. Nein, jetzt habe ich mich verklickt. Handschweißgerät, Lunte anzünden. Und dann sind wir auch schon weg hier. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Tschüss. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Lumpen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Das sah auch überhaupt nicht schmerzhaft aus. So. Na komm, Poki, das habt ihr aber von Riddick geklaut, oder? Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant.
So, wir haben jetzt alles. Wie gesagt, ich beschleunige das Ganze jetzt ein bisschen. Ich nehme meinen Proviant und schmeiße ihn da rein. Und nehme mir zugleich ein Sockenpaar. Und klaue mir einfach diesen ollen Arm hier. Hey, Katze! Na, das ist ein gutes Game. Sofort, ich rede sofort mit dir, Drachencrew. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabanot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Was? To the rescue. Was war das denn jetzt? Ach, du folgst mir jetzt. Danke, Drachencrew. Ne? Und ja, du hast recht, das ist ein verdammt gutes Spiel. Ich habe das vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal bei Gronkh gesehen und wollte es seitdem immer spielen. Heute ist tatsächlich das erste Mal. Aber hey, danke für dein Follow und danke, dass du reinguckst. Der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ich frag mich gerade. Ja, mein Ton ist an. Okay. Bin ich eine Spur zu flink. Pfiou, pfiou. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Haha, guter Witz. Immer wieder gern. Hab mir da gestern auch die komplette Serie von dem Game gekauft. War im Angebot für 7,99. Oh! Da hast du aber ein echt gutes Schnäppchen gemacht. Wolltest das auch schon immer mal zocken? Ja, wie gesagt, ich wollte es auch immer mal zocken. Bisher nie dazu gekommen. Und jetzt zocke ich es tatsächlich. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe das im Epic Game Store, habe ich das bei diesen kostenlosen Games schon einmal bekommen. Hab mir aber gedacht, ich möchte es lieber für Steam haben. Und habe es mir dann einfach nochmal gekauft. Wenn du schon mal da bist, Drachencrew, kurze Frage. Wie ist der Sound? Ist irgendwas zu laut oder irgendwas zu leise? Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Ich will gar nicht wissen, was er damit meint. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Ist alles super. Man hört das Game gut und dich auch. Das finde ich schon mal sehr gut. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Also ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, du bist der Erste,
Was ist denn hier los? Bin mal kurz im Lurk. Frau will noch Willis Wonderland zu Ende schauen. Lass aber laufen den Stream. Ja, alles klar. Ne? Wir hören uns später. Politisches Engagement erheben wollte. So, nein, hier wollte ich überhaupt nicht hin. So, wir gehen halt. Wieso war die Kodierung jetzt kurz überlastet? Das gefällt mir nicht. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Dann ziehen wir doch mal eine Nummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Ergibt's hier nicht.